There's no better place to talk about speed than Wengen. It's the longest downhill on the World Cup Tour, but it's also the downhill where the highest speeds are reached. In Saturday's race, Johan Claret reached an impressive 161.8 kilometers per hour. It's really, really fast if you think that these guys have only a pair of skis and a thin suit on them. Audi provides a place where athletes can test their equipment. There's a wind tunnel where they can make sure that their skis, their suit, their position are as perfect as it gets to ensure that they can go as fast as they can when race day comes. Ja, ist ganz interessant. Man kann halt kleine Sachen, die man auf dem Ski gar nicht so merkt oder nicht weiß, wie sie sich auswirken, weil es auch oft ein Fahrfehler sein kann, kann man hier wirklich schauen, was nur aus der Aerodynamik wirklich rauszuholen hat, ist aus der Position, wie hoch man wirklich steht und wie man die Armhaltung hat, wie hoch man den Hintern hat, wie hoch man den Kopf oder wie tief man den Kopf tut. Das ist wirklich sehr gut erkennbar hier. Das ganze Puzzle muss halt stimmen und darum sieht man hier auch die verschiedensten Körpertypen von ganz klein bis ganz groß und ja, ich glaube, da gibt es nicht so den einen Punkt, der jetzt dich schnell macht. Das ist ja auch das Spannende.